Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Heute Abend habe ich mich wieder eingefunden, um die 22. Lesung jetzt inzwischen zu machen aus dem wunderbaren Buch von Henry Grettenguinness, von Maximilian ins Deutsche übersetzt, Romanismus und die Reformation aus prophetischer Sicht. Wir hatten bereits den Romanismus bis zum Erbrechen mehr oder weniger besprochen. Und wir sind jetzt in die Reformation eingegangen. Wir haben gelernt, dass die Reformation sich in verschiedene Zeitalter aufteilt, oder besser gesagt, dass der Romanismus in seiner Entstehung sich in verschiedene Zeitalter aufteilt. Und wir sind jetzt bei dem Zeitalter angekommen, wo wir wirklich an das Aufblühen der Reformation kommen. Wir hatten in der letzten Sendung nicht nur von Dante das Paradies-Gedicht besprochen, sondern auch von Milton sein wunderbares Gedicht, wo der Antichrist ganz deutlich erklärt wurde. Und wir verlassen jetzt die Gegend, wo wir gerade gesprochen hatten, nämlich da, wo die Waldenser und die Albigenser gelebt haben, Nordwestitalien, Südosten bis Südwesten Frankreich, das Piemont. Das müsst ihr mal verstehen. Heutzutage spricht man von der Gegend, in Weingegend vor allen Dingen in Frankreich, von Languedoc bis zum Roussillon, bis zur spanischen Grenze. Und nur in der Gegend von Nordwestitalien, vom Piemont, damals war der Piemont die ganze Sache, das sich hingezogen hat, bis zur spanischen Grenze. Es ist eine neue Unterteilung. Und dadurch kann man eben auch oftmals Geschichte nicht mehr so gut verstehen. Ja? Solche Städte wie Toulouse waren damals ganz wichtig für die Inquisition. Aber da kommen wir in einem anderen Thema noch dazu und da kommen wir vor allen Dingen in dem Buch von Henry Charles Lear drauf, wo es über die Inquisition geht, dass also der ganze Süden von Frankreich bis in den Nordwesten von Italien mit rein, dass da hauptsächlich bibeltreue Christen gelebt haben und deren Verfolgung. Das hatten wir gerade eben besprochen in der vorherigen Sendung. Und jetzt gehen wir in einen anderen Teil mit rein und hiermit werde ich dann die fünfte Lesung von Henry Grettenguinness Vortrag für heute abschließen. Wir lesen hier auf Seite 19 von 23, dass wir uns jetzt, nachdem wir hier gerade das Gedicht von Milton gelesen hatten, das ihr hier nochmal seht, dass wir jetzt uns für einige Augenblicke uns wenden werden nach Böhmen. Sie erinnern sich, dass es sich um ein ausgedehntes Bundesland im Nordwesten Österreichs handelt. Dort entstand mehr als ein Jahrhundert vor der Zeit Luthers eine Reformation, die in einem Blutmeer ausgelöscht wurde. Wie kam es dazu? Nun, durch die Zeugnisse von Jan Hus und Jerome von Prag kam es dazu. Was hielten diese Männer von der Kirche, von Rom und was hielten sie vom Papsttum? Dass Rom Babylon ist. Und das Papsttum der Antichrist. Jetzt werden wir jedoch eben die Lesung von Henry Grettenguinness Buch Romanismus und die Reformation verlassen und wir werden uns mit Jan Hus beschäftigen. Weil ich davon sehr, sehr tief und fest überzeugt bin, dass sehr, sehr viele Leute von denen, die hier in dem Gespräch jetzt direkt mit bei sind und noch viel mehr von denen, die später dieses Video schauen werden, überhaupt nicht wissen, wer Jan Hus war. Und den werde ich euch jetzt ein wenig näher bringen. Ich habe im Zuge, weil ich im Grunde nur ein Zitat von Jan Hus gesucht habe, habe ich mich im Internet auf die Suche gemacht und wie das dann so ist, der Heilige Geist leitet, hat mich auf ein Papier geführt, das ich glaube ungefähr 16 Seiten lang war, Englisch. Ich habe da nicht nur das Zitat gefunden, das war so ein interessantes Papier über die Geschichte der Reformation, wie Christus das Evangelium in seiner Kirche wiederhergestellt hat, die ganz, die zum Schwan wurde, Jan Hus, dass ich Viktor gebeten hatte, vor ein paar Tagen, dieses Papier zu übersetzen. Und was soll ich sagen? Der hat sich da im Handumdrehen dran gemacht und eine wunderbare Arbeit daraus gemacht und wenige Stunden, bevor wir uns hier eingefunden haben zur Lesung, ist die Übersetzung erst komplett fertig geworden. Es war nicht leicht. Es war eine Mammutaufgabe für Viktor, wobei hier ganz, ganz herzlich nochmal mein Dank, dass du uns das zur Verfügung gestellt hast für die Lesung heute. Wir werden jetzt die Geschichte der Reformation lesen aus der Sicht der Gans, die zum Schwan wurde, Jan Hus. Und das wird keinen unbewegt lassen. Das kann ich euch jetzt bereits, wo ich anfange, versprechen.
Jan Hus. Ich möchte heute Abend mit Ihnen über die Gans sprechen, die zu einem Schwan wurde. Aber bevor ich das tue, möchte ich Sie beruhigen. Ich werde Ihnen kein Märchen oder eine Fabel oder eine Parabel oder Ähnliches erzählen. Nein! Ich werde Ihnen eine wahre Geschichte erzählen oder zumindest eine Geschichte, die meistens wahr ist. Aber damit erzähle ich Ihnen auch eine traurige Geschichte. Oder zumindest eine Geschichte, die teilweise traurig ist. Trotzdem, es ist eine großartige Geschichte. Es ist eine Geschichte über einen Mann mit dem Namen Gans. Na, ehrlich gesagt, das war wirklich sein Name. In seinen Notizen und Briefen an seine Freunde bezeichnete er sich oft als die Gans. Nun war dieser Mann einer, den Tausende von Menschen verachten. Er wurde zu einem Mann, dessen Name in gemischter Gesellschaft selten laut ausgesprochen wurde. Ein Mann, dessen Name meistens im Flüsterton ausgesprochen wurde, in der Finsternis der Schatten. Sein Name sollte alles Böse repräsentieren, alles Verbotene, alles Schwarze und alles Schlechte. Nun ist die Geschichte so, dass dieser Mann namens Gans wegen seines Glaubens und seiner Ideen schließlich festgenommen, inhaftiert, gefoltert und getötet wurde, weil er seinen Schnabel nicht halten wollte. Aber seine Geschichte ist komplizierter, als man zunächst denkt. Er lebte in schwierigen Zeiten. Ich möchte trotzdem nicht entschuldigen, wie er behandelt wurde oder seine Geschichte anders machen, als sie war. Seine Verhaftung war die List und die üble Arbeit schlauer und widerlicher Männer, die von unglaublichem Verrat und Betrug geprägt waren. Es war eine verwerfliche, eine verdammliche Handlung. Nun, dieser Teil seiner Geschichte ist wahr. Und er ist nicht nur wahr, er ist unbestreitbar und unanfechtbar wahr. Und sogar seine Feinde gaben es zu, und sie prahlten sogar damit. Die Männer, die ihn verhafteten, einige von ihnen waren ziemlich berühmt und mächtig, brachen ihr schriftliches und öffentliches Versprechen eines sicheren Geleits, um ihn in die Hände zu bekommen. Und als sie es taten, griffen sie ihn wie wilde Hunde an, wie bösartige Wölfe und zerrissen ihn schließlich in Stücke. Aber sie gaben sich nicht damit zufrieden, ihn nur zu töten. Das macht seine Geschichte so bemerkenswert. Sie waren nicht damit zufrieden, nur seinen Körper zu verbrennen und seine Asche in den Rhein zu werfen. Nein, nein, sie wollen den Gedanken an ihn und seinen Ruf zerstören. Die Erinnerung der Menschen an ihn sollte ausgelöscht werden. Der Einfluss, den er auf seine Anhänger hatte, musste unbedingt gestoppt werden. Sie wollten jegliche Gedanken an ihn beenden. Also folterten sie ihn, misshandelten ihn und stellten ihn falsch dar. Sie haben ihr Bestes gegeben, um sein Gedächtnis in etwas Monströses zu verwandeln. Diese finsteren Gestalten haben ihn verleumdet und schreckliche Lügen über ihn erzählt, auch nachdem sie ihn bereits getötet hatten. Und für eine Weile sah es so aus, als würden ihre Bemühungen größtenteils erfolgreich sein. Für eine Weile. Als Folge ihrer Verleumdung und Verunglimpfung sprachen Männer und Frauen, sogar Männer und Frauen, die ihn kannten und es besser wussten, all die sprachen von einem mittelalterlichen Feindbild. Männer und Frauen sowie Jungen und Mädchen hatten Angst, in dunklen und regnerischen Nächten seinen Namen zu flüstern. Mütter und Väter verängstigten ihre ungehorsamen Kinder mit seinem Namen. Sie warnten ihre Kinder sogar, dass, wenn sie auf ihren Ungehorsam beharrten, sie das gleiche Schicksal erwartete, das die Gans ereilte. Wie auch immer, diese mächtigen Männer, die ihn hassten, verbrannten nicht nur seine Bücher, sie verbrannten auch seine Freunde und sie verbrannten ihn selbst. Aber Gänse sind laute Vögel. Es ist fast unmöglich, sie zu hüten. Sie sind hartnäckig und unzähmbar und schwer zu kochen. Zumindest war es so bei dieser besonderen Gans. Mit der Zeit erfuhren seine Feinde, dass sie sein unablässiges Gackern einfach nicht verschwinden lassen konnten. Sie erfuhren, dass seine Stimme und sein Gesang immer noch in den Hügeln und in der Umgebung von Prag widerhallten.
dass seine Stimme und seine Predigt immer noch in seiner geliebten Bethlehem-Kapelle und in den Korridoren der Universität von Prag widerhallten. Sie mussten erst lernen, dass sein Martyrium, das aus seinem beschämenden, betrügerischen, sinnlosen Mord stammte, sich in eine schreckliche, eitrige Wunde verwandeln würde. Es würde 200 Jahre dauern, um zu heilen, was schließlich zu einem schrecklichen Krieg und zu einem tiefen und anhaltenden Hass führen würde. Zwischen den Tschechen und den Deutschen existiert diese Wunde noch bis heute. Sein Mord veranlasste 3 Generationen von Tschechen dazu, die Deutschen zu hassen. Und 3 Generationen von Deutschen, um die Tschechen zu hassen und zu verabscheuen. Dennoch ist diese Geschichte noch nicht zu Ende erzählt. Es ist vielleicht eine große Ironie der Vorsehung, dass der Name, der ganz 100 Jahre nach seinem Tod am engsten mit einem Deutschen in Verbindung gebracht wurde, einem ganz bestimmten Deutschen. Nun, es ist merkwürdig, dass das so passieren würde. Es ist deshalb seltsam, weil sich die Deutschen und die Tschechen damals hassten. Er ist immer noch ein Fremder, weil der Deutsche, der mit der Gans in Verbindung gebracht wurde, erst 68 Jahre nach der Ermordung der Gans geboren wurde. In der Tat war der Deutsche, der mit der Gans in Verbindung gebracht wurde, ein obskurer Mönch in einer obskuren deutschen Stadt, in einem obskuren Teil des ländlichen Deutschlands, volle 102 Jahre nach dem Tod der Gans, bis er ein Stück Papier an eine Kirchentür nagelte und sich über Ablässe beschwerte. Dann fingen die Leute fast sofort an, die Verbindung herzustellen. Er ist wie die Gans! Er ist wie die Gans! Dieser Deutsche hieß Martin Luther. Der Name der Gans war Jan Hus. In der tschechischen Sprache hat Husa die Bedeutung Gans. Nun, wegen dieser Assoziation, das heißt, wegen seiner Verbindung mit Martin Luther, wurde Jan Hus zu einer der Hauptfiguren, zu einem der wichtigsten Helden der protestantischen Reformation. Und das, obwohl er schon 100 Jahre tot war, als Martin Luther seine 95 Thesen in Wittenberg an der Kirchentür veröffentlichte. Nun, viele Gelehrte machen sich über die Darstellung lustig, die ich Ihnen vorlesen werde. Sie erinnern sich, dass ich vorhin gesagt habe, dass die meisten Geschichten von Jan Hus wahr sind. Nun, der Teil, den ich Ihnen jetzt vorlesen werde, ist der Teil, an dem Zweifel bestehen. Viele Gelehrte bezweifeln, dass Jan Hus jemals die Worte gesagt hat, die ich Ihnen vorlesen werde. Es ist nicht so, dass sie nicht akzeptieren wollen, dass sie wahr sind. Vielmehr ist es so, dass sie nicht sehen, wie sie wahr sein könnten. Das heißt, sie realisieren nicht, wie dieser Mann mit dem Namen Gans hätte sagen können, was er in seinem Martyrium gesagt haben sollte. Sind Sie jetzt interessiert? In Ordnung. Hier ist der umstrittene Teil. Soweit ich weiß, ist dies der einzige von Jan Hus' Geschichte, der umstritten ist. Ich lese jetzt aus dem Brief von Poggius Florentini an seinen Freund Leonard Nicolai. Poggius war ein römisch-katholischer Priester und Beobachter von Hus' Martyrium. Er wurde in der Geschichte als Poggius der Papist bekannt. Er war offizieller Kirchenbeobachter und vor seinem Prozess überhaupt kein Freund oder Bewunderer von Hus. Wie auch immer, in seinem Brief beschreibt Poggius die Szene, in der sie waren, als Hus zu dem Pfahl gebracht wurde. Das sagte er. Dann sang Hus mit begeisternder Stimme, wie der Verfasser der Psalmen im 31. Psalm aus einer Zeitung in seinen Händen vorgelesen. Bei dir, o Herr, habe ich Zuflucht gefunden. Lass mich niemals zu Schanden werden. Errette mich durch deine Gerechtigkeit. Mit solchen christlichen Gebeten kam Hus zum Pfahl und sah ihn ohne Angst an. Er kletterte darauf, nachdem 2 Helfer des Henkers ihm die Kleidung abgerissen und ihn in ein mit Pech getränktes Hemd gekleidet hatten. In diesem Moment ritt einer der Kurfürsten,
Prinz Ludwig von der Pfalz auf und bat Hus, den Widerspruch zu fordern, damit er in den Flammen seinen Tod erleiden könnte. Aber Hus antwortete: Heute werden Sie eine magere Gans braten, aber in 100 Jahren werden Sie einen Schwan singen hören, den Sie ungeröstet lassen, weil kein Hinterhalt oder Netz ihn für Sie fangen wird. Mitleid und Bewunderung des Prinzen wandte sich ab. Nun die gleiche Geschichte. Die exakt gleiche Geschichte wird in Foxes Märtyrerbuch wiederholt. Das hatten wir ja bei Henry Grettengens auch schon ein paar Mal erwähnt. In dem Märtyrerbuch lesen wir: Als die Kette um den Pfahl gelegt wurde, sagte er lächelnd: Mein Herr Jesus Christus war mit einer härteren Kette als dieser mit mir verbunden. Ha, also warum sollte ich mich dann für dieses rostige Ding schämen? Als die Schwuchteln sich bis zum Halse auftürmten, war der Herzog von Bayern so abscheulich, dass er wünschte, ihn abzulehnen. Nein, sagte Hus, ich habe nie eine Lehre von einer schlechten Tendenz gepredigt, und was ich mit meinen Lippen gelehrt habe, versiegle ich jetzt mit meinem Blut. Dann sagte er zu dem Henker: Sie werden jetzt eine Gans braten, Hus bedeutet Gans in der böhmischen Sprache, aber in einem Jahrhundert haben Sie einen Schwan, den man weder braten noch kochen kann. Wenn er prophetisch gewesen wäre, hätte er Martin Luther gemeint, der etwa 100 Jahre später glänzte. Nun sehen Sie zwei Varianten. Porrius lässt Hus sagen, was er zu einem Prinzen sagt. Eben mal kurz das Bild hier verändern. Porrius lässt Hus sagen, was er zu einem Prinzen sagt. Fox lässt Hus sagen, was er zu einem Henker sagt. Es ist schwer zu sagen, ob die Aussage von einem der beiden zutreffend ist oder von beiden, aber darüber bin ich nicht allzu besorgt. Wir haben eine offizielle Abschrift seiner Gerichtsverhandlung und sogar seines Todes. Also kennen wir die grundlegenden Fakten und die nachgewiesene Geschichte. Ich möchte heute Abend darüber reden, warum jemand eine Verbindung zwischen Hus und Luther gesehen hat und warum Fox an diesen kryptischen Satz dachte: In einem Jahrhundert werden Sie jedoch einen Schwan haben, den Sie weder braten noch kochen können. Womit möglicherweise Martin Luther im Zusammenhang steht. Wir schauen uns mal eben ein Bild von Hus an, weil es sind ja wahrscheinlich eine Menge Leute, die mit Jan Hus nicht allzu viel anfangen können. Und ich nehme erstmal das interessanteste Bild von ihm hier mit rein, das ich habe. Es gibt noch andere, da kommen wir später noch zu. Das ist Jan Hus zwischen 1369 und 1415. Also, der erste und wirklich einfachste Grund ist, dass Luthers Wappen das Bild eines Schwans trug. Da zeige ich euch auch mal kurz ein Bild. Das hatte mir der Viktor vorhin noch geschickt. Luther und der Schwan, das ist jetzt nicht das Wappen, aber das schauen wir uns auch später nochmal an. Bleiben wir erstmal bei Jan Hus. Also, der erste und wirklich einfachste Grund ist, dass Luthers Wappen das Bild eines Schwans trug. Luthers Familienwappen trug also das Bild eines Schwans. In dieser Zeit und in der Kultur damals hätten die einfachen Leute die Idee einer Gans und eines Schwans aufgegriffen. Genauso wie Menschen in unserer heutigen Zeit den Buchstaben W verwenden, um sich auf eine bestimmte Person zu beziehen. Nun, hier habe ich eine Weile drüber nachgedacht und mir gedacht, wen könnte der Autor hiermit meinen? Wen bezeichnet man mit W oder mit W. Das ist ja ein englischer Text im Original. Und der Text ist, wenn ich mich nicht irre, erstellt worden in 2004. Und ich bin dann darauf gekommen, dass die einzige Person, die man zu der Zeit W nennen konnte, wo jeder dann wusste, wer gemeint ist, wenn man einen Unterschied macht zwischen dem damals regierenden amerikanischen Präsidenten George W. Bush, und um ihn nicht zu verwechseln mit seinem Vater, der ja einige Jahre vorher bereits Präsident war, George H. W. Bush oder Poppy, wie sie ihn auch nannten, dafür nannte man seinen Sohn W. Und wenn man W sagte, dann wusste jeder direkt, wer gemeint ist. Und ich denke,
Ich weiß es natürlich nicht sicher, aber ich habe mir das auch von englischsprachigen Leuten bestätigen lassen, dass ich mit dieser Interpretation nicht verkehrt liege, dass man das eben auf den amerikanischen Präsidenten George W. Bush bezieht. Also, so wie wir Anfang der 2000er in unserer heutigen Zeit den Buchstaben W, also W, verwenden, um sich auf eine bestimmte Person zu beziehen, nämlich George W. Bush. So konnte man damals eben auch die einfache Idee der Gans und der Schwanz aufgreifen. Der zweite, der sie miteinander verband, ist, dass beide Männer wegen dem Ablasshandel in Schwierigkeiten gerieten. Tja, weswegen hat Luther denn die 95 Thesen angeschlagen? Was war denn in den 95 Thesen geschrieben? Eine Anklage gegen den römisch-katholischen Ablasshandel. Nun haben wir letzte Woche ausführlich über Ablässe gesprochen. Das sagt der Autor hier, wir natürlich jetzt in dieser Lesung nicht, aber wir haben darüber gesprochen und werden da auch in der Zukunft wohl noch drüber sprechen. Was sie waren, warum sie abscheulich waren. Beide Männer gerieten wegen Ablasshandel also in Schwierigkeiten. Der dritte Punkt ist, dass beide Männer das weit verbreitete Gefühl der Massen anzogen. Beide sprachen sich gegen das aus, was jeder bereits für böse und sündig hielt. Es ist ebenso, dass beide Männer tapfer waren und hartnäckig an ihrem Standpunkt festhielten. Tatsächlich bemerkten Luthers Feinde die Ähnlichkeiten und beschuldigten ihn oft, ein Hussit zu sein, ein Anhänger von Jan Hus. Sie nannten Luther manchmal den sächsischen Hus. Niemand weiß genau, in welchem Jahr Jan Hus geboren wurde. Wahrscheinlich zwischen 1369 und 1371. Es ist für mich bemerkenswert, denn selbst Jan Hus war sich nie sicher, wie alt er war. Er wurde in der kleinen Stadt Husinek geboren, deren Name so etwas wie Gänsedorf bedeutete und von der er später seinen Namen erhielt. Seine Eltern waren sehr arm und Husses Vater starb früh. Hus begann mit 13 Jahren in die Schule zu gehen und lernte schnell und entschied sich früh für ein Leben im Amt, nicht weil er besonders religiös war, sondern weil es für ihn eine Berufung war, die auch für einen so armen Mann zugänglich war und er weiter lernen und studieren konnte. Das ist etwas, das werdet ihr noch viel besser verstehen, wenn ihr einmal die Videos schaut, die ich bereits aufgenommen habe, aus der Lesung von Henry Charles Lear, Geschichte der Inquisition im Mittelalter. Da geht Henry Charles Lear deutlich darauf ein, dass der einzige Ausweg für viele arme Leute in diesem Mittelalter der Weg in den Klerus war. Da bekam man Bildung und da bekam man Macht. Nirgendwo sonst hat sich das geboten, weil wir hatten ja nur zwei Klassen. Wir hatten nur die Klasse der Unterdrückten, sage ich jetzt mal, der Armen, und wir hatten die Klasse der Reichen, der Herrschenden. Also die Herrschenden und Beherrschten. Dazwischen gab es nichts. Die Mittelklasse kam erst mit der Reformation. Das war dann noch weit von weg. Und wenn man eben aus der unteren Klasse in die obere Klasse gehen wollte, musste man dafür sorgen, dass man eine Ausbildung bekam. Heute werden wir ins Gefängnis gesteckt, wenn wir in die Schule nicht gehen. Damals wurde man eher ins Gefängnis gesteckt dafür, wenn man in die Schule ging. Mit anderen Worten, Schule war etwas für Privilegierte. Es war nicht für jeden weggelegt. Und man hat natürlich mit allen möglichen Mitteln damals versucht, in die Schulen reinzukommen, um Ausbildung zu bekommen. Und wenn man dann einigermaßen intelligent war, wurde man auch gefördert und konnte man dann eben in der Hierarchie aufsteigen. Auch in der Hierarchie der römisch-katholischen Kirche. Und je höher man kommt, ja, desto korrupter wird man natürlich, das wissen wir als bibelgläubige Christen, aber die Menschen damals sahen das natürlich anders. Die sahen sich auf einmal ausgestattet mit Macht und mit Geld und allem Möglichen, was man eben gerne hätte. Dazu braucht man Bildung. Damals gab es keine allgemeine Schulpflicht, im Gegenteil. Es war damals schon fast eine positive Sache, damals in die Schule gehen zu können. Ein bisschen anders als heute, weil die Schule von anderen Leuten geleitet wird, aber jedenfalls soll man das ein wenig verstehen. Deswegen hat sich Jan Hus dafür entschieden, in das Amt zu gehen. Nicht, weil er besonders gläubig war, sondern einfach, weil er das sah als eine Möglichkeit, sein Armutleben hinter sich zu lassen. Ja? Schließlich wurde Hus von der römisch-katholischen Kirche zum Priester geweiht. Er lehrte und studierte an der Universität von Prag und predigte sonntags in der Bethlehem-Kapelle. Die Kirche, in der Hus gepredigt hatte, die Bethlehem-Kapelle, war insofern ungewöhnlich, weil er dort in der primitiven Sprache des Volkes predigte. Damit hat er sich natürlich schon mal den Hass
aufgezogen, der römisch-katholischen Hierarchie, weil man predigt doch in der Kirche in Latein, bitteschön, was kein Mensch versteht. Nein, Jan Hus hat gesagt, ich predige hier in der Sprache, die die Menschen verstehen. So predigte Hus den Menschen in der Bethlehem-Kapelle auf Tschechisch. Das war ungewöhnlich, da an diesem Tag fast alle Gottesdienste in lateinischer Sprache stattfanden, überall in dem sogenannten Heiligen Römischen Reich. Hus geriet früh unter den Einfluss des englischen Reformators John Wycliffe, der Morgenstern der Reformation. Das ergab sich zunächst so, weil Wycliffe ein fähiger Philosoph war. Auch Wycliffe lehrte als Professor an der Oxford University in England. Sowohl ein Philosoph als auch ein wundervoller Theologe war er. Weil Hus Philosophie lehrte, las er gerne Wycliffes Bücher. Außerdem nahm er einige Theorien von Wycliffe auf. Auf jeden Fall heiratete die Schwester des Heiligen Römischen Kaisers den König von England, Richard II., was unter anderem die Folge hatte, dass sehr viele Studenten nach England gereist waren, um in Oxford zu studieren und damit unter dem Einfluss von Wycliffe standen. Hus wurde auch von Wycliffes radikalen Ideen beeinflusst, die er später gelesen und in seine Lehre aufgenommen hat. Nun, was waren denn einige der radikalsten Ideen von Jan Hus? Dass die Kirche aus allen vorherbestimmten Gläubigen aller Zeiten bestand. Also nicht nur aus Kirchenleuten, Priestern, Bischöfen, Kardinälen und Päpsten. Das wird ja in der römisch-katholischen Kirche gelehrt. Nein, nein, nein. Jan Hus, seine Idee war, dass die Kirche aus allen vorherbestimmten Gläubigen aller Zeiten bestand. Während der Zeit von Wycliffe und Hus bestand die offizielle Position der Kirche darin, dass die wahre Kirche, ja, die aus Jesus Christus hervorgegangen ist, was die römisch-katholische Kirche von sich ja behauptet, aus dem Papst und den Kardinälen, seinen Bischöfen und Priestern bestand und dass gewöhnliche Laien keine echten Mitglieder waren, sondern nur mit der Kirche durch das Abendmahl, die Eucharistie, verbunden waren. Nur wenn ich als Laie, der nicht zur Kirche, zum Klerus selbst gehöre, an den Sakramenten teilnehme, bin ich auch Teil der Kirche. Das war damals die Lehre. Und wenn ihr glaubt, dass die Lehre sich irgendwie geändert hat, dann habt ihr euch geirrt. Die römisch-katholische Kirche ist Semper Eadem. Es gibt innere und äußere Lehre. Die lehrt das noch immer. Zweitens, dass die Autorität, lehrte Hus, dass die Autorität der Bibel über der Autorität der Kirche steht. Das war zu seiner Zeit eine radikale Idee, die von Wycliffe abgeleitet wurde. Dies ist der Hauptgrund, der ihn umgebracht hat. Und es ist interessant, dass seine Worte bezüglich der Autorität der Schrift später von Luther fast wörtlich wiederholt wurden. Und drittens lehrte Hus, dass Jesus Christus selbst das Oberhaupt der Kirche ist. Und diese verwerflich lebenden Menschen, Päpste, in amtlichen Autoritätspositionen ausgeschlossen hat. Hus glaubte, dass Jesus das Oberhaupt der Kirche ist und dass abweichende Führer von der Leitung der Kirche ausgeschlossen wurden. Nun, all diese Dinge erscheinen uns so einfach heutzutage. Aber zu Hus-Zeiten waren das radikale und furchteinflößende Ideen für Monarchen und religiöse Führer gleichermaßen. Das ist ja so, als ob auf einmal 1000 Jesus aufstehen würden und die Pharisäer und Schriftgelehrten anklagen würden, nicht wahr? Also schon früh wurde Hus beschuldigt, ein Anhänger von Wycliffe zu sein. Und Sie wissen, dass er das war. Er besaß mehrere Bände von Wycliffe, die er mit seiner eigenen Hand kopierte. Jetzt gab es im Reich so viele politische und kirchliche Unruhen, dass es Hus gelang, nicht nur zu überleben, sondern auch zu gedeihen. Er war ein beliebter Prediger und ein angesehener Seminarprofessor in Prag. Hauptsächlich, natürlich, weil er in der Sprache des Volkes predigte, einen, den man versteht. Den kann man doch wohl zuhören, den kann man auch lieb haben. Der spricht ja nicht irgendwelche unverständlichen Worte von der Kanzel. Trotzdem wurden seine Ansichten als radikal betrachtet. Und dieser Radikalismus wurde einerseits damit begründet, dass die Ansichten von Wycliffe gelehrt wurden, andererseits, weil er den Gemeindemitgliedern sowohl das Brot als auch den Becher verabreichte. Hallo, damals war in der römisch-katholischen Kirche das Abendmahl
das Brot und der Wein nur in einer Form, nur in dem Brot gegeben, an den Laien, an den, der nicht Mitglied der Kirche war. Weil stellt euch mal vor, der trinkt von dem Wein und dann bleibt im Bart ein Tropfen hängen und dann geht ein Tropfen von dieser Transsubstantiation, das ja das wahre Blut des Jesus Christus ist, verloren und fällt auf den schändlichen Boden. Den normalen Leuten kann man doch den Wein nicht geben. Nein, der Wein wurde im Abendmahl, in der Eucharistie, in der Transsubstantiation dem normalen Laien vorenthalten. Jahre, 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 Jahrhunderte lang. Nur das Brot haben sie bekommen. Und Jan Hus hat die Bibel gelesen und hat gelesen, dass Jesus Christus sagte, nehmt dieses Brot, brecht es, das ist mein Leib für den neuen Vertrag. Brecht das Brot und isst das, das ist mein Leib. Tut das in Gedenken an mich und nehmt diesen Kelch, dieser Wein, das ist mein Blut, der für euch vergossen wird. Und tut das in Erinnerung an mich. Aus dem Konzil von Trient wissen wir doch inzwischen, dass wenn ich sage, ich tue das in Erinnerung an Jesus Christus, dann bin ich anathema, dann bin ich verflucht von der römisch-katholischen Kirche. Und Jan Hus traut sich hier im 14. Jahrhundert das Abendmahl zu geben, die Eucharistie zu geben, zusammen mit dem Becher. Was für ein Frevel! Wahrscheinlich lebte er so lange, weil er ein so beliebter Prediger war. Den holt man nicht so einfach von der Kanzel. Aber um zu verstehen, warum Jan Hus auf den Scheiterhaufen verbrannt wurde, ist es wichtig, etwas über den religiösen Konflikt zu seiner Zeit zu verstehen. Das Erste, was Sie verstehen müssen, ist, dass es zu Hus-Tagen mehr als einen Papst gab. Finden Sie das überraschend? Naja. Wenn Sie sich diese Karte beispielsweise ansehen, können Sie sehen, dass es hauptsächlich zwei verschiedene Farben gibt, die Westeuropa aufteilen. Die hellere Cremefarbe repräsentiert jene Gebiete, die unter der Domäne des Königs von Frankreich liegen. Also Frankreich, Spanien und Süditalien und diese Insel hier. Jetzt komme ich nicht drauf, wie die heißt. Sizilien liegt da unten in Italien, das ist hier, das ist Korsika, komme ich jetzt nicht drauf. Sardinien, ja? Das sind die helleren, cremefarbenen Gebiete, die unter der Domäne des Königs von Frankreich liegen. Und die goldene Farbe, das hier, ist das Heilige Römische Reich Deutscher Nation. Das ist Deutschland, das ist Österreich-Ungarn, das ist Polen, das ist, was wir heute die baltischen Staaten bis in Russland rein nennen. Das ist natürlich die skandinavischen Staaten, in anderen Worten Dänemark, Norwegen. Schweden gab es noch nicht und natürlich auch England, Wales und Irland, weil das war ja noch zu der Zeit, als England noch nicht abtrünnig vom Papst war, das geschah ja erst durch Henry VIII. Im 16. Jahrhundert. Ja. Also, Sie sehen, dass nicht einmal Italien von der Spaltung verschont blieb, da hier unten das Königtum von Neapel, also das Königreich Neapel, abgetrennt war von Italien im Grunde. Es gab noch keinen italienischen Staat, wie wir ihn heute kennen. Die anderen hier, das sind die päpstlichen Städte. Ja? Städte und auch Städte. Also Städte einmal mit S-T-E-T-E, aber auch mit S-T-D-T-E. Städte, wie zum Beispiel Venedig, Verona, Bologna und so was. Das waren nochmal extra Stadtstaaten im Grunde. Ja? Geschichte kann sowas von interessant sein. Aber geben Sie mir jetzt bitte einen Moment, um zu erklären, wie das zustande kam, dass da verschiedene Päpste waren. Ursprünglich geschah es, dass der König von Frankreich 1305 einige Bischöfe zwang, einen Papst zu ernennen. Als sie es taten, verlagerte der König die Residenz des Papstes nach Avignon in Frankreich. Was hat denn der französische König hiermit gemacht? Er ist gegen die römisch-katholische Lehre angegangen, dass nur der Papst die Bischöfe ernennen kann. Und warum kann nur der Papst die Bischöfe ernennen in der Hierarchie der römisch-katholischen Kirche? Weil, wenn er sie ernennt, sie auch ihm treu sind. Wenn aber der Staat die Bischöfe die Macht sich rausnimmt zu ernennen, dann sind diese Bischöfe natürlich dem Staat treu, weil ich diene ja immer dem, der mir das Amt gegeben hat, nicht wahr? Darum haben die Könige in Europa ja immer dem Papst gedient, weil er hat ihnen die Krone aufgesetzt. Hier mit den Bischöfen ist es genau nicht anders. Und wir haben heutzutage, da haben wir auch früher schon mal in Lesungen von Romanismus und Reformation darüber gesprochen, in China noch immer den Fall, dass dort eben auch die Regierung sich es angemaßt hat, Bischöfe ins Amt einzusetzen. Und hat dann natürlich einen Disput mit dem Vatikan deswegen heraufbeschworen. Und der französische König tat das, sehr interessant, kurze Zeit nachdem
Bonifatius VIII. In 1302 seine Bulle Unam Sanctam rausgebracht hat, von der wir ja schon an verschiedener Stelle gelesen haben und wir auch in Zukunft noch lesen werden in Herrscher des Bösen. Als sie es taten, verlagerte der König die Residenz des Papstes nach Avignon in Frankreich. Sondern einfach, wenn ich hier die ganzen Bischöfe ernähre oder ernenne, dann kann ich auch den Papst hier in Frankreich setzen. Ja? Das bedeutet, dass das Papsttum in den nächsten 70 Jahren von Rom nach Avignon zog. Interessant, dass es hier um 70 Jahre geht, genau wie die 70 Jahre Gefangenschaft der Israeliten in Babylon, nicht wahr? Wie es dazu kam und warum es erlaubt wurde, ist wichtig zu wissen. Aber das ist heute nicht unser Thema. Das könnt ihr ja selbst mal nachforschen. Wichtig ist, dass der König von Frankreich aus praktischen Gründen das Papsttum entführt und in Avignon unter seiner Herrschaft gehalten hat. Diese Periode wurde von den Italienern, die ihren Papst verloren hatten, als babylonische Gefangenschaft der Kirche bekannt. Vermutlich, weil sie, wie die babylonische Gefangenschaft des Volkes Israel, 70 Jahre dauerte. Ich hätte mal weiterlesen sollen, hätte ich die Erklärung nicht geben müssen. Luther hat, wie einige von Ihnen bereits wissen, später ein Buch namens »Von der babylonischen Gefangenschaft der Kirche« geschrieben. Das war 1520. Aber sein Buch befasste sich mit den Sakramenten und nicht mit Avignon. Trotzdem hätten die Menschen seinerzeit an dieses besondere Ereignis gedacht. Also, wir sehen hier eine schöne Tabelle über das Schisma. Französische Päpste herrschten aus Avignon. Sieben Päpste herrschten ab 1305 aus Avignon. Die waren Clemens V., Johannes der 22., Benedikt der 12., Clemens der 6., Innozenz der 6., Urban der 5. und Gregor der 11. Dies ist die Liste, aber für meine Lesung heute Abend sind Ihre Namen nicht sehr wichtig. Der eine, der wichtig ist Gregor der 11. Hier ist der Grund. In den 70 Jahren der babylonischen Gefangenschaft regierten sieben Päpste von Avignon aus. Schließlich entschied sich einer der Päpste, Gregor der 11., nach Rom zurückzukehren. Die Italiener waren begeistert. Rom war in furchtbare Zustände geraten. Ohne den Papst war die Stadt schutz- und führungslos. Und kein Magnet mehr für Pilgerfahrten. Money, money, money. Trotzdem wollte Gregor nicht bleiben. Er genoss das Klima Südfrankreichs viel mehr als das Klima Süditaliens. Schließlich plante Papst Gregor, nach Avignon zurückzukehren. Aber bevor er es konnte, verstarb er. Nun waren die Kardinäle, die den Papst besuchten, fast alle Franzosen. Und sie beabsichtigten, Italien zu verlassen und nach Avignon zurückzukehren. Als die Italiener erfuhren, dass Gregor gestorben war und die Kardinäle im Begriff waren, nach Frankreich zurückzukehren, schwoll in ihnen die Wut an. Erbost stürmten sie den Vatikan. Lassen Sie mich David Scharf die Szene beschreiben. Die französischen Kardinäle konnten sich aus ihren eigenen Reihen nicht auf einen Kandidaten einigen. Letztlich übte der italienische Mob außerhalb des Vatikans Einfluss auf sie aus. Auf dem Petersplatz herrschte eine Szene wilder und ungebremster Turbulenzen. Die Menge drängte sich in die Räume des Vatikans und mit Mühe wurde eine Lichtung für den Eintritt der Kardinäle gemacht. Um den Austritt der Kardinäle zu verhindern, hatten die Vorsteher der 13 Bezirke, in die Rom aufgeteilt war, die Stadt in Besitz genommen und die Tore geschlossen. Der Mob, der fest entschlossen war, das Papsttum am Tiber zu behalten, erfüllte die Luft mit wütenden Rufen und Drohungen. Wir wollen einen Römer als Papst! Oder zumindest einen Italiener. In der ersten Nacht stießen die Soldaten mit ihren Speeren unter dem Kammerraum zusammen, in der die Konklave zusammentraf. Also die Konklave ist die Versammlung von Kardinälen, die den neuen Papst bestimmen soll. Und stießen ihre Speere sogar durch die Decke. Unter dem Fenster wurde ein Feuer mit brennbaren Gegenständen angezündet. Am nächsten Morgen, als ihre Exzellenzen die Messe des Heiligen Geistes beteten und sich anderen Andachten widmeten, wurden die Geräusche lauter und bedrohlicher. Ein Kardinal sagte, lieber den Teufel wählen, als hier in Rom zu sterben. Also ernannten sie einen Italiener zum Papst. Sein Name war Urban der 6. Nach seiner Ernennung und Installation flohen die französischen Kardinäle aus der Stadt und kehrten nach Avignon zurück. Sie haben es bereut, wie Sie vielleicht vermuten, einen Papst ernannt zu haben und ärgerten sich vielleicht sogar noch mehr über den Gedanken, dass das Papsttum nach Italien zurückkehren würde. Also beschloss dieselbe Gruppe von Kardinälen, einen anderen Papst zu wählen, der ihrer Meinung nach der echte war. Sein Name war Clemens VII. Das Schisma. Französische Päpste aus Avignon, Clemens VII. Und Benedikt XIII. Und die italienischen zur gleichen Zeit,
Urban der VI., Bonifaz der IX., Innozenz der VII. Und Gregor der XII. Ich glaube, sie erwarteten tatsächlich, dass entweder Urban zurücktreten oder sich Clement nähern würde. Aber das ist nicht passiert. Was geschah war, dass sie statt eines Papstes jetzt zwei hatten. Der eine regierte in Rom und der andere in Avignon. Und keiner von beiden war bereit, zurückzutreten. Beide Männer wurden ordnungsgemäß und gesetzlich in das Büro berufen. Tatsächlich wurden beide Männer von derselben Gruppe von Kardinälen gewählt. Dieser besondere Punkt wurde später zu einem der zentralen Argumente, die Protestanten während der Reformation verwenden sollten, wenn Katholiken argumentierten, dass die Kirche in ihren offiziellen Verordnungen nie einen Fehler begangen habe, weil die Päpste sind unfehlbar. Und offensichtlich war dieses Beispiel ein ganz wichtiges dafür. In den nächsten 30 Jahren erlebte die Kirche zwei Päpste, einen in Rom und einen in Avignon. Und sie kämpften beide, um die Oberhand zu gewinnen. Sie nannten sich beide gegenseitig Antichrist. Wenn Sie jemals einen wirklich interessanten Teil der Kirchengeschichte lesen möchte, dann ist das hier ein guter Anfang. Die beiden Päpste haben sich gegenseitig bedroht und sogar anathemisiert, verflucht. Sie exkommunizierten und anathemisierten ganze Regionen und ganze Länder, die versuchen, Unterstützung und Kontrolle zu erlangen. Trotzdem konnte keiner der beiden die Oberhand gewinnen. Schließlich, um das Jahr 1409 herum, ungefähr zu der Zeit, als Jan Hus auf den Schauplatz trat, beschlossen die politischen Führer, das Heilige Römische Reich und der französische König, dem Konflikt ein Ende zu setzen und eine Konzilskommission zu ernennen, die die beiden anderen Päpste absetzte und einen dritten Papst wählt, der allen recht ist. Also wenn zwei sich streiten, freut sich der dritte, ne? Das einzige Problem bestand darin, dass keiner der beiden anderen Männer, als sie ihren neuen Konzilspapst Alexander V. wählten, bereit war, zurückzutreten. Das Ergebnis war natürlich, dass es nicht mehr zwei Päpste gab. Stattdessen gab es jetzt drei. Vom Regen in die Traufe. Päpste des Konzils sind Alexander V., Johannes der 23. und Martin der 5. Johannes der 23., da fällt uns natürlich erheben auf, Johannes der 23., der regierte doch nach Pius dem 12., hat das Zweite Vatikanische Konzil in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts eröffnet. Ja, das ist, weil Johannes der 23., die Päpste des Konzils, Antipäpste sind. Kommen wir gleich noch drauf. Habe ich hier eine Note geschrieben. Alexander der 5. lebte nicht lange und als er starb, wurde er durch eine abscheuliche menschliche Kröte namens Baldassare Cossa, Johannes der 23., ersetzt. Dieses war ein Antipapst, von der Kirche nicht anerkannt. Darum gab es im 20. Jahrhundert noch einen Papst 23., den Johannes den 23. Ja? Ist tatsächlich so. Normalerweise wird ein Papstname einmal vergeben. Papst Johannes der 23. ist der einzige Name in der Geschichte von 200, schlag mich tot, 66 Päpsten, der doppelt vorkam. Weil eben der 23. aus der Zeit des Schismas von der römisch-katholischen Kirche heute nicht als solcher akzeptiert wird. Dieser war jedoch ein Mann der Tat. Er war ein berühmter Soldat gewesen. Wahrscheinlich sollte ich treffender sagen, ein berüchtigter Soldat. Und als er zum Papst gewählt wurde, nahm er Rom gewaltsam ein und zwang Gregor den 12., um sein Leben zu fliehen. Der König von Neapel hasste Johannes den 23. Als er jedoch feststellte, dass er Rom mit Gewalt eingenommen hatte, marschierte er dorthin und zwang Johannes den 23. zur Flucht. Als dies geschah, war Johannes wütend und begann, Geld zu sammeln, um eine riesige Armee zusammenzustellen, die Rom zurückerobern sollte. Aber er hatte kein Geld. I ain't got no money. Jetzt möchte ich, dass Sie mal raten, wie er das Geld aufbringen wollte, um diese große, riesige Armee zusammenzustellen, die Rom erobern sollte, um den König von Neapel zu vertreiben. Er wollte das Geld durch den Verkauf von Ablässen aufbringen. Jetzt kann man sehen, wie sich Hus und Luther im Geiste verbunden haben. Als Jan Hus davon Wind bekam, wurde er verrückt. Er begann gegen Ablässe und gegen die sündige Torheit von Männern wie Antichrist Papst Johannes dem 23. zu predigen. In der Sprache des gemeinen Volkes, erinnert euch bitte daran. Er begann zu predigen, dass die Kirche eben nicht aus Papst und seinen Kardinälen bestand, sondern jeder gläubige Teil ausmacht der Kirche.
Wenn dies der Fall war, dann gäbe es offensichtlich mindestens drei verschiedene Kirchen, von der jedem Anspruch die Auserwählte zu sein. Darf ich mal eben die Zwischenfrage einwerfen? Was macht das bitte schön mit dem Dogma der römisch-katholischen Kirche der apostolischen Nachfolge? Als Hus begann dies zu predigen, wurde er der Todfeind aller drei Päpste. Darin sind sie sich dann einig. Hus bekam den Zorn des heiligen römischen Kaisers und von mindestens zwei der drei Päpste zu spüren. Hus wurde exkommuniziert, aber er wollte nicht aufhören zu predigen. Schließlich wurde die Stadt Prag unter ein Verbot gestellt, was bedeutet, dass alle Einwohner der Stadt exkommuniziert und in ihren Sünden sterben würden, wenn sie Hus nicht vertrieben hätten. Dazu habe ich eine kleine Note vorbereitet heute Nachmittag. Der erste Prager Fenstersturz, das kennt ihr ja, den Prager Fenstersturz, der erste, es gibt drei verschiedene, steht am Anfang der Hussitenkriege am 30. Juli 1419. Dann stürmten Hussiten, Anhänger des vier Jahre zuvor beim Konzil von Konstanz auf dem Scheiterhaufen als Ketzer hingerichteten Jan Hus, des Neustädter Rathauses am Karlsplatz in Prag, um dort gefangene Glaubensgenossen zu befreien. Dabei warfen sie 10 Personen aus dem Fenster. Den Bürgermeister, 2 Ratsherren, den Stellvertreter des Richters, 5 Gemeindeältere und einen Knecht. Die Gestürzten wurden anschließend mit Hiebwaffen getötet, die die wartende Menge unter der Kleidung verborgen mitgebracht hatte. Ein weiterer Ratsherr starb in der Folterkammer. Der Volksaufstand war von radikalen Reformanhängern mit dem Prediger Johann von Seelau an der Spitze verbreitet worden. König Wenzel geriet über diese Aktion so in Wut und Angst, dass er einen Schlaganfall erlitt, an dessen Folgen er am 16. August 1419, also knapp 2 Wochen später, starb. Und wenn ihr weitergehende Nachforschungen anstellt, was glaubt ihr denn, wer die ausführenden und planenden Organe dieser Fenstersturzaktion waren? Die Antwort muss ich doch wohl nicht vermelden, ne? Das bedeutete, diese Exkommunikation der Stadt, dass, wenn eine Person starb, während der Stadt ein Verbot, also ein Fluch ausgesprochen wurde, die Stadt zur Hölle fuhr. Die Person, die gestorben war, zur Hölle fuhr, weil sie kein kirchliches Begräbnis bekommen konnte. Eine Person konnte nicht verheiratet sein, es wurden keine Trauungen vollzogen. Es konnten keine Priester mehr geweiht werden. Niemand kann die Kommunion empfangen, dass ein Sakrament zur Seligwerdung in der Kirche ist. Das heißt, man nimmt dieser ganzen Stadt die Möglichkeit, errettet zu werden. Was glaubt ihr wohl, was die Gläubigen da machen? Wenn einer Stadt ein Anathema, also ein Fluch der Kirche, ausgesprochen wurde, bestand die Gefahr für die Bewohner, geistig entmutigt zu werden, so dass sie ihre Anführer oft dazu zwangen, dem Wunsch des Papstes zu entsprechen. Um die Stadt zu schonen, verließ Hus Prag und ging ins Exil. Trotzdem wollte er nicht den Schnabel halten, und es wurden Pläne gemacht, ihn zu einem Rat zu locken und ein für allemal mit ihm abzurechnen. Nun mag es Ihnen merkwürdig erscheinen, dass Hus zu einer Plage des Papstes und des Kaisers des Heiligen Römischen Reiches wurde. Sie könnten es merkwürdig finden, dass er zum Brennpunkt von so viel Ärger und Hass wurde. Aber das Problem für sie war, dass Hus die Herzen der Menschen ergriffen hatte und sie ihn gehen lassen mussten. Falls sie ihn nicht gehen ließen, wussten sie, dass dies eine Gefahr war, die zum Aufstand der Bürger führen konnte. Also gebrauchten sie eine List. Sie lockten ihn in die Stadt Konstanz, um den Konflikt zu lösen. Sie boten ihm ein sicheres Geleit in und aus der Stadt an. Jetzt ist der folgende Punkt äußerst wichtig, denn 120 Jahre später, na, das ist nicht richtig, 102. 120 Jahre später, nee. 1520 musste Martin Luther in Worms vorkommen. Wir sprechen hier über 114, 115, also das sind 105 Jahre. 105 Jahre später würden sie auch Luther ein sicheres Geleit garantieren. Ja? Luther hatte sicheres Geleit nach Worms versprochen bekommen. Und was passierte auf dem Rückweg von Worms? Nun, Luther kannte natürlich die Geschichte von Hus und wusste, dass man solchen Männern nicht trauen konnte. Wenn die Schlange dir etwas verspricht, dann sagt sie, ja, hat
Gott wirklich gesagt? Als Hus in Konstanz ankam, legten sie ihm unverzüglich Ketten an, sperrten ihn ins Gefängnis, trotz ihres Versprechens, seine Bewegungsfreiheit nicht einzuschränken. Sie begannen den Prozess, um ihn anschließend zu internieren. Schließlich beschlossen sie, ihn zu töten. Am 6. Juli 1415 beraubten sie ihn seines Priesteramts und setzten ihm einen großen Papierkegel oder einen Dummkopfhut auf den Kopf. Der Hut enthielt das Bild von tanzenden Teufeln und trug die Aufschrift Anführer der Ketzer. Jan Hus wurde in Ketten mit dieser lächerlichen Dummkopfmütze mit Teufeln durch die Stadt geführt und trotzdem erhob er sein Haupt edel und männlich. Den Kopf nach oben, die Schultern mit einem Hauch von Würde und Raffinesse. Er war zu dieser Zeit fast 6 Monate im Gefängnis gewesen. Er war mehrmals fast an Krankheit, Unterkühlung und Hunger gestorben. Mit schrecklich hagerem, bleichem und abgemagertem Leib erlebte Hus seine letzten Tage. Und dennoch besaß er außergewöhnlichen Mut und Tapferkeit, als er zu dem Ort marschierte, an dem er lebend verbrannt werden sollte. Ich könnte Ihnen jetzt vielleicht einen Bericht über seine Hinrichtung vorlesen. Dies ist eine Ausführung über Jan Hus von Matthew Spinker. Ich denke, dass Spinker ein Tscheche ist. Und es scheint mir, dass er Hus und seine Erinnerungen in tiefer Ehrfurcht hält. Vielleicht spüren Sie Spinkers Emotionen, wenn er über seinen Landsmann schreibt. Bevor sie ihn doch auf den Pfahl brachten, setzten sie ihm eine hohe Papierkrone auf die 3 Teufel gemalt waren. Und ich, Jörg, interpretiere diese 3 Teufel als die 3 Päpste, die wir in den Schisma hatten. Diese 3 Teufel auf der Mütze gemalt, um den Besitz seiner Seele kämpften. Die Inschrift darauf lautete, dies ist ein Heretiker. Die Bischöfe stimmten dann den letzten Fluch an. Wir übergeben ihre Seele den Teufel, als ob sie Macht über Husses Seele hätten und den Teufel befehlen könnten, sie zu nehmen. Er antwortete, nein. Ich gebe es dem barmherzigsten Herrn Jesus Christus. Daraufhin befahl König Sigismund, der Kaiser des Heiligen Römischen Reiches zu der Zeit, dem Herzog Ludwig Hus aus den Händen der Bischöfe zu empfangen. Der Prinz wiederum vertraute ihn der Fürsorge der Henker an. Als die traurige Prozession, begleitet von fast allen Einwohnern der Stadt, am Friedhof vorbeiging, wo seine in Konstanz gefundenen Bücher verbrannt wurden, da lächelte Hus. Auf dem Weg ermahnte er die Menge, nicht zu glauben, dass er der Häresie schuldig sei. Als sie den Hinrichtungsplatz erreichten, kniete er nieder und betete, dass Gott sich seiner erbarmen möge. Die Zuschauer waren beeindruckt und staunten über sein Gebet. Einige meinten, er solle seine Sünden gestehen dürfen, aber die Bediensteten stimmten nicht zu und stellten fest, dass dies für einen Ketzer nicht angemessen sei. Während er betete, fiel die Papierkrone von seinem Kopf. Einige Soldaten riefen aus, setzt sie ihm wieder auf, damit er mit den Teufeln seinen Herren verbrannt werden kann. Hus erhob sich und sagte klar, dass die Lüge bereit war, den schrecklichen Tod geduldig und demütig zu ertragen. Ich glaube, dass wir hier den Text ändern müssen und dass es wohl eher um die Wahrheit geht. Sie zogen ihn bis auf sein Hemd aus und banden ihn mit den Händen auf dem Rücken an den Pfahl. Er sah nach Osten. Aber einige Zuschauer protestierten dagegen, weil der Blick nach Osten nur denjenigen erlaubt war, die an die Auferstehung glaubten. Sie banden ihn los, drehten ihn herum und ließen ihn nach Westen schauen. Dann wurde er mit einer rostigen Kette am Hals an den Pfahl gebunden und kommentierte mit einem Lächeln, dass sein Erretter von seiner schwereren Kessel gefesselt worden war. Daraufhin stapelten die Henker das mit Stroh bespickte Brennholz bis zu seinem Kinn. Bevor der Befehl erteilt wurde, die Fackel anzuzünden, näherten sich der Reichsmarschall und Herzog Ludwig und ermahnten Hus erneut, seine Ansichten zu widerrufen, um sein irdisches Leben zu retten. Aber auch diese letzte Möglichkeit, dem Tod zu entfliehen, ließ Hus fest im Glauben verstreichen. Daraufhin klatschten die Männer in die Hände, um dem Henker zu signalisieren, mit seiner düsteren Aufgabe fortzufahren. Als das Feuer angezündet wurde, begann Hus zu singen. Christus, du Sohn des lebendigen Gottes, erbarme dich unser.
Und dann Christus, du Sohn des lebendigen Gottes, erbarme dich meiner. An dritter Stelle betet er, du bist geboren von Maria, der Jungfrau. Aber er hat es nicht beendet, denn der Wind wehte die Flammen in sein Gesicht und löschte seine Stimme aus. Er betete leise weiter, so oft man das Vaterunser schnell zwei- oder dreimal rezitieren konnte, bis er kurze Zeit darauf starb. Als die Flammen nachließen und die Seile verbrannt waren, standen die Überreste des Körpers aufrecht und hingen an der Kette, die an seinem Hals angebracht war. Die Henker rissen die Leiche mit dem Pfahl herunter und fügten weiteres Holz hinzu, verbrannten es und brachen die Knochen und den Schädel, damit sie noch schneller verbrannt werden konnten. Als sie das Herz gefunden hatten, spießten sie es auf einem geschärften Stock auf, damit sie es separat verbrennen konnten. Die Kleidung wurde auch auf Befehl des Marschalls ins Feuer geworfen, der bemerkte, dass die Tschechen sie sonst als Relikt verehren könnten. Er versprach den Henkern, die sonst die Kleidungsstücke unter sich aufgeteilt hätten, sie dafür zu bezahlen, was sie wert waren, nur um sie zu verbrennen. Das erinnert übrigens an Apostelgeschichte Kapitel 7, die Steinigung von Stephanus, wo die Kleidungsstücke ja auch vor Saul niedergeworfen wurden, aus denselben traditionellen Gründen. Schließlich luden die Henker die Asche in Karren und ließen sie in den Rhein fallen. Die treuen Tschechen brauchten keine Relikte. Sie trugen die Erinnerung an ihren großen Verfechter der Wahrheit in ihren Herzen. Und sie tun es noch immer. Jan Hus starb, weil er sich dem Verkauf von Ablässen widersetzte. 100 Jahre später, als Martin Luther die 95 Thesen in Wittenberg an die Tür nagelte, war die unmittelbare Anschuldigung, er sei ein Hussit. Sie sagten, er ist wie Jan Hus. Und die Erwartung war, dass Luther etwas Ähnliches wie Jan Hus widerfahren wird. Aber darüber werden wir ein anderes Mal reden. Ich möchte Ihnen heute Abend noch etwas anderes vorlesen. Ein Zitat, das von Luther selbst geschrieben wurde. Ein Zitat, das ich in meiner privaten Lektüre von Luther gefunden hatte. Eine Äußerung, die ich nie realisiert hatte, bis vor wenigen Monaten. Dies ist aus Luthers Kommentar zum kaiserlichen Edikt. Es wurde 1531 verfasst. Anmerkung auf das vermeintliche kaiserliche Edikt. Ich liebe es. Und dieses Stück hat viel Schweiß und Tränen gekostet, um das vernünftig hinzuschreiben. Das wissen zumindest die, die sich damit beschäftigt haben. Ich aber, Dr. Martinus, bin dazu berufen und gezwungen, dass ich musste Doktor werden, ohne meinen Dank, aus lauter Gehorsam. Da habe ich das Doktorat müssen annehmen und meiner allerliebsten Heiligen Schrift schwören und geloben, sie treulich und lauter zu predigen und zu lehren. Aber solchem Lehren ist mir das Papsttum in den Weg gefallen und hat es mir wollen nehmen. Dazu sind ihm die Augen aufgegangen und soll es ihm noch immer schlechter gehen und sollen sich meiner nicht erwehren. Ich will in Gottes Namen und Beruf auf dem Löwen und Ottern gehen und den jungen Löwen und Drachen mit Füßen treten. Und das soll bei meinem Leben angefangen und nach meinem Tod fertiggestellt werden. Johannes Hus hat von mir geweissagt, da er aus dem Gefängnis in Böhmerland schreibt, Sie werden jetzt eine Gans braten, denn Hus heißt eine Gans, aber über 100 Jahren werden Sie einen Schwan singen hören, den sollen Sie leiden. Da soll's auch bei bleiben, ob Gott will. Ende Zitat. Das ist die Geschichte. Die Geschichte, wie aus einer Gans ein Schwan wurde. Es ist eine großartige Geschichte. Es ist ein Teil unserer Geschichte, der Menschen, die den reformatorischen Gedanken in ihrem Herzen tragen. Ob das vielleicht an der Basis liegt, um das Märchen zu erfinden vom hässlichen Entlein, das sich dann in einen schönen Schwan verändert. Hier geben wir noch die Brunnen wieder. Und das war das Papier, was ich unbedingt heute noch mit euch lesen wollte, über Jan Hus. Und da kann man
noch unglaublich viel drüber nachsinnen und nachdenken und nachbesprechen. Nur wenn wir das tun, dann kommen wir hier gar nicht mehr zum Ende. Und selbst diese drei Seiten, die hier jetzt noch sind, scheinen mir jetzt zu viel. Und von daher werde ich das nächstes Mal machen. Und dann wird das wahrscheinlich eine sehr kurze Sendung. Wir gehen dann nochmal kurz in das Papier von Jan Hus rein und werden das nochmal etwas tiefer besprechen und werden dann diese letzten paar Seiten des fünften Vortrags lesen, wo es auch zu einem Klima, zu einem Klimax kommt im Abschluss. Und ich hoffe, dass wir das dann in einer Sendung schaffen, die ein wenig gefüllt wird. Aber für heute möchte ich es bei dem, was ich jetzt vorgelesen habe, belassen. Weil ich denke, es hat nicht nur euch, es hat auch mich ein wenig mitgenommen, diese Geschichte von Jan Hus zu lernen. Und diese, wenn sie denn so stattgefunden hat, prophetische Aussage, ihr könnt mich töten, aber in 100 Jahren nicht. Und wisst ihr, was der wichtige Punkt ist hierbei, den Jan Hus im Grunde macht, oder den man versteht, wenn man die Geschichte von Martin Luther auch sehr gut kennt? Jan Hus haben sie versucht zum Schweigen zu bringen, durch die Stadt Prag zu exkommunizieren, Druck auf die Herrscher zu legen, um ihn auszuliefern. Er ist ins Exil gegangen. Dann haben sowohl der Papst als der Kaiser des Heiligen Römischen Reiches Jan Hus sicheres Geleit versprochen, wenn er zum Konzil kommt und sich da erklärt. Sie haben ihn dort hinterrücks festgenommen, gefoltert, gefangen gehalten, ermordet. Und dann haben sie doch wirklich die Bravour, 100 Jahre später mit Luther dasselbe zu machen, den nach Worms einzuladen, ihm sicheres Geleit zu versprechen. Auf dem Rückweg wird Martin Luther entführt und da wusste er, oder dachte zumindest, jetzt hätte er sein letztes Stündlein geschlagen, weil er sich an die Geschichte von Jan Hus erinnerte. Nur war es eine Schutzhaft, in die er genommen wurde. Und jetzt kommt der Punkt. Jan Hus sagt, in 100 Jahren kommt ein Schwan, den ihr erleiden müsst. Den ihr nicht töten könnt. Martin Luther wurde exkommuniziert, und da sprechen wir dann nächstes Mal drüber, gehen wir nochmal ins Detail drauf ein, mit der päpstlichen Bulle Exsurge Domine. Und Martin Luther hat 25 Jahre unter diesem Kirchenbann gelebt, als ein Vogelfreier, der jederzeit von jedem hätte umgebracht werden können. Martin Luther hat 25 Jahre unter römisch-katholischer Verfolgung im Herzen des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation, so wie es damals hieß, geschafft zu überleben. Das, was Jan Hus nicht geglückt ist, da er auf dem Konzil von Konstanz ermordet wurde, das ist Martin Luther in der Hinsicht geglückt. Und das war bereits bei der prophetischen Voraussage von Jan Hus damals da inbegriffen. Und das nenne ich den Heiligen Geist, der spricht. Und damit möchte ich abschließen und uns daran erinnern, dass wir täglich unsere Bibel nehmen und darin lehren, lernen und studieren das Wort Gottes, dass auch wir die Gnade des Heiligen Geistes bekommen und Einsichten kriegen, wie diese wunderbaren Menschen, die nebenbei auch ihre Fehler hatten. Ich stelle hier keinen auf irgendein Podest. Nicht Martin Luther, nicht Jan Hus, nicht John Wycliffe, nicht Tyndale, niemand. Auch nicht Henry Gatton Guinness. Alle haben wir unsere Fehler. Aber alle sind wir geleitet vom richtigen Geist. Fehlerlos war nur einer. Der, der nie gesündigt hat, der keine Sünde kannte und dafür für uns alle am Kreuz vor 2000 Jahren gestorben ist. Jesus Christus. Und sein größter Sieg war, 3 Tage später aufzuerstehen und 40 Tage später zum Vater aufzufahren im Himmel. Und wir erwarten heute sehnlichst, aller sehnlichst und mit ständigem Gebet seine Rückkehr, um dieser Farce hier auf der Erde in diesem Antichristensystem ein Ende zu machen. Und dafür sollten wir mit erhobenen zum Himmel weisenden Händen beten und unsere Köpfe nicht bedecken. Lest eure Bibel. Maranatha.
Musik.